In diesem Video möchte ich dir den Kaffee-Vollautomaten von De'Longhi Cappuccino vorstellen, der Ekem 23466. Und wenn du wissen willst, wie dieser funktioniert, wenn du das Video sehen möchtest, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr darüber erfahren. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und wenn du gerne Produkttests, Reviews oder auch nur alltägliche Tipps gerne schaust, dann lass ein Abo da, wenn du das noch nicht getan hast und drück auch gerne die Abo-Glocke, dann wirst du keines meiner neuen Videos mehr verpassen. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Heute geht es um den Kaffee-Vollautomaten von De'Longhi, den Ekem 23466. Und ich werde dir das Gerät einfach mal kurz vorstellen. Ja, die Front ist aus Kunststoff. Das ist anders wie bei der Primadonna, welche ich euch vor kurzem vorgestellt habe. Hier haben wir einen verchromten Rand. Wir haben diese Tasten hier, welche auch recht edel aussehen. Und ihr könnt sehen, wir können den Kaffeeauslass auf- und niederschieben. Das ist natürlich praktisch, umso kleiner die Tasse, umso weiter unten sollte er sein. Denn es gibt einfach besseren Kaffee, wenn der Kaffee nicht so hoch in die Tiefe fallen muss. Ein Stückchen weiter unten haben wir die Schublade mit einem Edelstahl-Chrom-Schutzblech. Ja, wo die Tassen draufstehen, darunter befindet sich der Abwassertank, also wo euer Wasser hineinfließt, wenn ihr keine Tasse darunter stellt. Und natürlich den Tank oder den Behälter für das benutzte Kaffeepulver. Des Weiteren haben wir auf der linken Seite einen Auslass für heißes Wasser, für Tee zum Beispiel. Den können wir herausziehen. Heuer haben wir noch ein bisschen Wasser drin. Wir können hier einen Behälter für Milchkaffee einfügen, also für einen Milchbehälter, sodass ihr euch einen Cappuccino vorbereiten könnt. Und hier oben auf der rechten Seite haben wir das Logo von De'Longhi. Auf der linken Seite haben wir den Wasserbehälter, welchen wir nach vorne herausziehen. Mit den Eichstrichen. Hier kann man auch einen Wasserfilter einsetzen, wenn man sehr hartes Wasser hat. Und hier ist der Schwimmer. Den Deckel hier oben kann man abnehmen, sodass man das Wasser auch leichter einfüllen kann. Wir haben aber hier auch ein Einfüllloch. Hinter dem Wasserbehälter befindet sich dann auch die Brühgruppe. Das habe ich euch bereits in einem anderen Video gezeigt, in welchem ich euch gezeigt habe, wie man eine Brühgruppe reinigt. Auf der Oberseite haben wir eine Platte, eine Aufwärmplatte für Tassen aus Metall, welche natürlich warm wird. Und so habt ihr vorgewärmte Tassen und euer Kaffee wird natürlich nicht so schnell kalt. Hier hinten haben wir die Abdeckung mit gummiertem Ring für die Kaffeebohnen, welche sich hier drin befinden. Hier an diesem Drehrad hier hinten könnt ihr einstellen, welchen Mahlgrad ihr gerne hättet. Und hier in diesen kleinen Behälter könnt ihr natürlich auch vorgemahlenen Kaffee einfüllen, was ich euch nicht unbedingt empfehlen würde. Denn wenn man schon einen Kaffee-Vollautomaten hat, sollte man hier auch Kaffeebohnen verwenden. Und ich würde sagen, wir schalten das Gerät erst einmal ein, machen den Aufheizvorgang hier drücken können. Also das ist die Power-Taste, wo ihr das Gerät einschaltet. Das ist eure Programmtaste. Hier habt ihr eine Taste für den Spülvorgang. Mit dieser Taste könnt ihr die Stärke eures Kaffees auswählen. Hier unten habt ihr die Cappuccino-Taste. Hier eine Taste für eine Tasse, hier eine Taste für zwei Tassen und die Taste für heißes Wasser. Und ihr seht, wenn wir das einschalten, Aufheizvorgang, bitte warten. Ja,
jetzt heizt das Gerät erstmal auf, macht erstmal heißes Wasser und macht einen Spülvorgang. Das heißt, die Leitungen werden jetzt durchgespült, damit ihr dann richtig leckeren Kaffee habt und nicht irgendwelche Zusätze in den Schläuchen und so weiter. Also ihr seht, das geht auch recht schnell. Das ist eigentlich bei jeder De'Longhi sehr ähnlich oder eigentlich gleich. Das könnt ihr auch bei der Impreza Primadonna S sehen, welche ich euch vor kurzem vorgestellt habe. So, und jetzt könnt ihr aussuchen, kleiner Kaffee, kräftige Stärke. Und wenn ihr hier dreht, dann habt ihr hier normaler Kaffee, großer Kaffee, sehr großer Kaffee und mein Kaffee. Da könnt ihr euch speziell für euch einschalten. Und wenn ihr hier drauf drückt, könnt ihr die Stärke verstellen, sehr kräftige Stärke oder vorgemahlen. Und jedes Mal, wenn ihr drauf drückt, sehr milde Stärke, Stärke, normale Stärke, kräftige Stärke. Und ich lasse das Ganze mal immer auf kräftige Stärke stehen. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir brühen einfach mal einen Kaffee auf, damit ihr den Brühvorgang sehen könnt. Wir stellen eine Tasse darunter und ziehen den Kaffeeauslass so weit wie möglich runter. Also in diesem Fall ist das richtig. Drücken hier auf eine Tasse. Und der Mahlvorgang beginnt, also ihr hört es im Hintergrund. So, und der Kaffee wird schon ausgelassen. Geht gleich los. Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber... So, und da kommt euer kleiner Kaffee mit kräftiger Stärke heraus. Ja, und so sieht dieser aus. Schmeckt sehr lecker, also ihr könnt das hier alles einstellen, wie gesagt. Ja, das war meine Vorstellung von der De'Longhi, vom Kaffeevollautomaten von De'Longhi Cappuccino Ekem 23466. Das Display und was es für Funktionen hier dran alles gibt, was ihr alles umstellen könnt, zeige ich euch in einem separaten Video. Ich werde euch auch zeigen, wie ihr einen Cappuccino zubereitet. Und wenn ihr noch etwas Besonderes wissen wollt, schreibt es unten in den Kommentaren. Ich mache euch gerne davon ein Video. Ansonsten lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Auch würde ich mich über ein Like freuen, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch, Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe, welches bestimmt auch noch interessant für dich ist. Ciao und bis gleich.